Ja, Einkauf ist halt immer noch für den Arsch, ne? Naja. Ist dann so, ich weiß nicht. Die wollen ja auch nicht mehr einkaufen. Ist mir jetzt auch egal. Hey, wir haben es gleich geschafft mit keinem Stromausfall. So, du brauchst immer noch. Wir haben Arbeit, die interessant für Sie sein könnte. Weil der ist ja sehr unglücklich und dann sabotieren die nachher. Und wenn sie jetzt hier alle Tore öffnen, ist wirklich hier High Life. Ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, dass nicht mal mehr 10 Minuten Aufgabe fest. Bestätigt. aushalten. Kommt auf die Liste. Das hält nicht mal mehr 10 Minuten Legen aus. weitere Aufgabe fest. Anfrage bestätigt. Verstanden. So, die anderen mache ich auch erstmal Aufgabe. Kümmere mich um Futterstation. Aufgabe Weil muss ja gemacht werden. Geschafft. Yeah, alle Missionen abgeschlossen. Mamenchisaurus ist jetzt verfügbar. Ich glaube, wir haben ein funktionierendes Ökosystem konstruiert. Der eine Dino ist tot, mein ne? Plan. Und er hat funktioniert. Was hattest du Sie gegen den? Gute Arbeit für mich. Mit mir. Danke dafür. Was hattest du denn gegen den Dino? Natur widersprechen sich nicht. Natur und Vorhersehbarkeit schon. Routine führt zu Stillstand, zu Artenschwund, bis hin zum Aussterben. Bis jemand, der das kapiert hat, die Tollkühnheit besitzt, es zu tun. Oder in diesem Fall, es rückgängig zu machen. Was auch immer. Mir fehlen die Worte. Sie haben es geschafft. Sie haben in der Wissenschaftsabteilung alles erreicht. Ich bezweifle, dass unsere Forschung jemals wieder dieselbe sein wird. Ich hätte nie gedacht, dass wir jemals jemanden finden würden, der so leidenschaftlich wie ich ist, wenn es um Dinosaurier sowie ihre Integration und Ausbeutung für unsere Welt geht. Aber sie haben das Gegenteil bewiesen. Ich bin einfach der Hammer. Ich weiß. Aber danke. Wir haben alle Wissenschaftsmissionen aufgearbeitet. Gute Arbeit. Sie haben den Auftrag erfüllt. Hoffentlich wird uns das, was Sie mitgebracht haben, keine Probleme bereiten. Das denke ich mir auch immer bei dir. So, wir haben eine neue Expedition, die hier irgendwo ist. Da. Es ist der... Oh, da sind sogar noch ein paar mehr. Tilofo und Chicago und... Achso, warte mal, da waren wir schon die ganze Zeit. Nein! So, wir haben aber auch noch, ne, wir hatten doch auch... Ich würde Ihnen stark empfehlen, diesen Auftrag anzunehmen. Würde stark empfehlen. Nein. Steigern Sie den Sicherheitsruf, indem... Ja, genau, ja, ergibt Sinn. So. Also, hier ist der Plan. Ich will unseren Marktwert und unseren Ruf nach oben treiben. Ich habe Ziele gesetzt, die wir erreichen können. Wenn es nach mir geht, schaffen wir das und die anderen Abteilungen werden uns ernst nehmen müssen. Wir werden eine Naturgewalt sein. Verstehen Sie, was ich meine? Ausbrüten und freilassen. Gehen wir mit ein paar neuen Sauriern. Sie wissen, was zu tun ist. Ausbrüten, schlüpfen lassen, unterbringen. Und diesmal bitte wirklich die, die ich gern hätte. Cool bleiben. Ich habe einen Plan, okay? Ehrgeiz. Ein zweischneidiges Schwert. So, zählen die schon, die wir haben? Weil wir haben einen Triceratops mit der Bewertung 50 und wir haben auch einen Brachiosaurus mit der Bewertung 35. Zählt das? Natürlich nicht. Mehr angenehmer. Das zählt nicht, ne? Mit dem Triceratopsels und so. Weil wir haben den ja. Weil unser Triceratops hat eine Bewertung von 68. Aber das, die zählen halt hier nicht. Schade. Schade, schade. So, die hätte ich eigentlich gerne wieder hätte ich gerne wieder bei den Langhälsen drin, muss ich sagen. Dann können wir da nämlich noch einen Triceratops reinmachen. Wie sieht es eigentlich bei euch hier aus? Also vom Bestand her ist bei euch noch alles safe bei den Kamerasaurus oder? Die Blodokus haben auch Bestand, ist auch alles safe. Und der Brachiosaurus hat auch Bestand, alles safe. Gut, dann können wir auf jeden Fall schon mal einen neuen Brachiosaurus hier ausbrüten lassen. Mit einer Bewertung von das, was wir auch definitiv haben. Unsere hat, ne, hier jede Menge. Das schöne Sumpfmuster. Wir können jetzt ja wieder auf Teuerstes gehen, ne, was es gibt.
können wir ja einfach. Zack. Weil uns geht's halt einfach gut mit denen. So, ausbrüten wäre natürlich auch gar nicht schlecht. So, die Stegosaurusse weiß ich noch nicht, wo wir die herkriegen. Beziehungsweise, wo wir die reinpacken. Aber vielleicht, wenn wir die Stegosaurusse... So, jetzt mal sehen. Was ist das neue Dino-Ding? Wir haben es nicht gefunden. Toll. Wir haben es echt nicht gefunden. Ganz aufgeregt. So, ich komme. Ist der Polizist? Cool, wir haben Polizisten angefahren. Vielleicht nochmal. Guck mal, da saß ein Cop. Da kommt ihr auch. So, der ist doch einer, oder? Der hat doch da so eine Marke, oder? Oder ein exorbitantes Nippelpier. Der hat eine Knarre. Doch, das ist ein Cop, oder? Alter, wir haben Leute von der Sicherheit. Soundeffekt, warte, halt. Wo? Ah, der hat sich hier auch genau eingebaut, du, das gibt's doch nicht. Wie so ein scheiß Tornado, der hier rumwirbelt. Da hinten ist er. Ich arbeite dran. Scheiß Stürme, ey. Kacke, ey. Ich hasse sowas. Vor allem, wenn man zu doof ist, sich einen Sturmschutz da hinten hinzusetzen. Wir brauchen definitiv mehr Sturmschutz. Alter, der wütet auch bei uns voll drinne, ey. Der wütet richtig drinne. Mahlzeit! Nein. Alter, ich weiß nicht, was alles kaputt ist. Keine Ahnung. Ich muss da Aufgaben hinzufügen. Hier ist ja alles, alter Finne, ey. Alter, das ist ja wohl richtig, das ist richtig durchgezimmert. Upsi. Wir brauchen definitiv hier hinten einen Sturmschutz. Ja, natürlich, der Duplo. Ja, der Zitriotros ist tot, das ist so. Alter, Finne, du. So, wie geht's denn die Triceratopsen jetzt überhaupt noch, du? Sind die überhaupt noch gut drauf? Weil jetzt sind schon zwei von denen tot. Die müssen sich schon langsam Gedanken machen. So, oh, scheiße, Mann, wenn wir reingehen, dann sterben wir. Triceratopse, versteckt euch nicht. Ja, den geht's noch gut. Alles gut. Alter, das hat aber richtig gewütet. Das hat richtig gewütet. Oh Gott, wir brauchen unbedingt Sturmschutz. Da müssen wir richtig ran. Das läuft ja richtig, das läuft ja voll aus dem Ruder dann. Okay, wir brauchen definitiv einen Sturmschutz hier hinten, weil das hat jetzt echt wehgetan. Das hat jetzt wirklich wehgetan. Das hat wirklich wehgetan jetzt, also...
Da ist ordentlich durchgenagelt. Gut, der Indominus liegt da, aber ich weiß nicht, wo meine Leute sind. Wo sind jetzt meine Leute hin? Das ist immer so die Frage. So, ich glaube, du hast den Zaun gerade repariert, ne? Ja, gut. Das sind... Gut, jetzt haben wir das. Wer bist denn du? Ach ja, genau. Wir hatten einmal den, der immer ausbricht. Und du kannst eigentlich, wie gesagt, ich hätte dich gerne hier hinten drin wieder. Ehrlich gesagt. Aufgabe hinzufügen. Ihr seid noch gechillt? So, mehr oder weniger. Mehr weniger als mehr. Da ist der andere Langhals. Da ist noch einer. Füge Aufgabe hinzu. So. Mensch. Ich habe nicht oft Zeit, mich zu bedanken. Aber in Ihrem Fall würde ich eine Ausnahme machen. Oh, das ist ein Langhals. Cool. Das ist ein Langhals. Ich mag Langhälse. Es ist quasi Langhälsing, ne? Weißt du? Das ist auch was Cooles. Hey, Stromausfälle existieren hier in meinem Region wirklich extrem. Muss ich wirklich sagen. Also das ist ja schon, das ist ja schon peinlich. Ich meine, der braucht nichts, der hat gerade erst Menschen gegessen. Produktzustellung bestätigt. So rein theoretisch braucht er das nicht. Nein. Ich glaube, die haben schon ein bisschen Probleme, wer sich wohin stellt, oder? Hat man immer so ein bisschen das Gefühl. Reagiere auf Nachschubanfrage. So, dann mal raus mit dir. Oh, alter Saurus. So, ich glaube, jetzt haben wir es aber erstmal alles wieder ein bisschen unter Kontrolle, wenn nicht einfach permanent der Strom ausfällt. Die Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. Ey, nach Stromausfall kommt Stromausfall. Das ist ekel. Ganz ehrlich, das ist... Haben sie das erhöht oder so? Ich weiß nicht. Man hat das Gefühl. Muss ich ganz ehrlich sagen, man hat das Gefühl, dass sie das... Verstanden. ...ein bisschen erhöht haben. Weil die Stromausfälle werden doch hier exorbitant doll. So, wir brauchen noch ein kleines Kraftwerk, was wir mal ganz schnell irgendwie hier irgendwo hinbatschen, damit sich die Leute da freuen, dass die, hey, Kraftwerk. Ist denn hier so ein Stromding? So, verbinden, schnell mal mit dem Weg. Ist denn hier der Eingang? Ein Kraftwerkeneingang? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ein Eingang ist. So, wir können auf jeden Fall einen neuen Triceratops machen dann schon mal. Das ist schon mal gut. Nein, nein, nein! Ich würde das gerne... Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich es abbreche. Kann man es abbrechen? Ich will kein fucking Torosaurus. Oh, jetzt hört doch mal auf zu sabotieren, ihr kleinen Kinderficker, Alter. Mann, jetzt ist Ruhe, du. Meine Fresse. Oh, permanent ist irgendwas hier. Jetzt kriege ich langsam einen Schnugel. Oh, ihr nervt mich gerade absolut doll. Gerade regt ihr mich richtig auf. Gerade ist wirklich der Punkt erreicht, wo ich schon wieder keinen Bock mehr auf das Spiel habe, weil gerade schon wieder... Ich kann nicht entspannt spielen. Ich kann es nicht. Immer ist irgendwas. Sabotage hier, Masturbation da. Ich kotzt mich an. Ich weiß nicht, wer diese Sabotage macht. Was hat er für ein Problem? Hat er irgendwie schlecht geschlafen oder so? Kann doch nicht sein. Kann nicht sein. Qualmt. Meine Güte, du. Es kann doch nicht sein, dass ich permanent nur irgendwo irgendein Chaos habe.
dass ich nicht ein einziges Mal für 2 Minuten mal spielen könnte. Ohne dass irgendwo irgendetwas passiert. Das wäre mal ein Traum. Das wäre wirklich mal ein Traum. Ständig Sabotage und ständig irgendetwas und man weiß einfach nicht, was los ist. Wo ist denn hier ein Tor? Hier gibt es kein Tor in diesem... Ach, leck mich doch am Arsch. Ich warte die scheiß Sabotage ab. Ich hab keinen Bock mehr auf das scheiß Spiel gerade. Ich hab echt richtig schlechte Laune gerade. Sabotage beseitigt. Weil das halt... Es ist halt doch schon extrem nervig. Es ist schon wirklich nervig. Es hat schon wirklich den Nervigkeitspunkt erreicht, dass du dir sagst, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, weil es zu doof ist. Weil es kann nicht sein, dass einfach ununterbrochen, wirklich, es ist ununterbrochen, seit wir angefangen haben vor 40 Minuten, ist hier der Humpel los, ey. Seit wir angefangen haben, ist hier echt der Humpel los. Hallo, Strommast, danke. Du, seit 40 Minuten. Sturm, Tornado, hier ein Scheiß, da ein Scheiß. Nicht nochmal. Sehe ich gar nicht ein. Das ist absolut... Ich will, dass Sie mir sagen, wenn Sie etwas finden. Wenn Sie es mir nicht sagen, finde ich es trotzdem heraus. Ihre Entscheidung. Halt doch mal deine Fresse, Mann. Entschuldigung, aber... Oh, halt die Fresse, Junge. Merkt man, dass ich genervt bin? Ja, von mir aus ist es wieder ein toter Dinosaurier. Komm, der kann sich doch freuen. Hier, der Gigantosaurus. Ciao. Ist doch schön, dass er tot ist. Dann kann ich hier nämlich einen Tyrannosaurus reinmachen. Oh, ich kriege richtig schlechte Laune. So, wer ist jetzt hier noch in der Bedrohung? Wer bedroht denn jetzt noch? Komm, gib mir ein Zeichen. Produkt in der Luft. Oh. Hui, schlechte Laune. Ey, nee, weil irgendwo hört das auf, dass halt permanent nur irgendwie irgendeine Scheiße passiert. Das ist halt doch schon ein bisschen anstrengend. Aber gut, mir soll's recht sein, denn... Packe ich da einen richtigen Dino rein und ist... Der Gigantosaurus ist cool, aber... Ja. Es kann ja auch einfach nicht angehen, dass hier immer irgendetwas unterwegs ist. Das ist doch ein bisschen, wo du dir denkst. Oh. Vor allem, wenn du einen Torosaurus hast, den du gar nicht haben willst. Kannst du mal die Leiche wegräumen? Oh. Meine Güte, da. Produkt transportiert. Kümmere mich um Reparatur. Die Ranger haben halt schon wirklich... Oh, Dinosaurier bedroht. Ey, sterbt doch einfach. Sterbt. Ich wünsche euch den erbärmlichsten Tod, den ihr haben könnt. Ganz ehrlich. Ich weiß, deine Geborgenheit ist für den Arsch, weil... Ich weiß ja nicht mal, warum. Weil du doof bist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe aber mal stark davon aus, weil der halt die ganze Zeit alleine war und die anderen noch nicht reintransportiert waren, dass der dann da amok gelaufen ist. So, ist jetzt erstmal Ruhe. Wirklich, das wäre echt... Hä? Es fehlt ein Pentasaurus? Muss ich noch einen machen. So, der Torosaurus, den will aber echt gar keiner haben. Tricera. Okay. Hallo? Hallo? Hallo, Torosaurus. Transportiere Produkt. Irgendeiner von euch ist ein Torosaurus. Das ist Triceratoro. So, ich hoffe, jetzt können wir endlich mal ein bisschen in Ruhe spielen. Wirklich in Ruhe spielen. Das wäre schön. Da wäre ich überaus dankbar für. Muss ich gerade echt gestehen. Wenn wir mal wieder ein bisschen... Wenn mal ein bisschen Ruhe einkehrt wieder. Wenn mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, wäre ich echt dankbar drüber.
schon neue Aufgaben für die Sicherheit, weil die Sicherheit hat ja ziemlichen Knoten im Arsch. Nicht jeden Tag. Dass sie sagen kann, ich muss hier sabotieren, Knöpfe drücken. Wirklich. Ja. Oh, bei sie denen. Sie haben ihren Höhepunkt erreicht. Ich habe ihre Reise mit Neugier beobachtet, da ich schon einmal eine ähnliche Reise gesehen habe. Verzeihen Sie, wenn ich ab sofort nicht mehr so mitfiebere. Denn das Chaos beobachtet Sie auch. Inselbewertung war auf 5, scheinbar ganz kurz mal gewesen. Geil, wir haben Dschungel. Sie können jetzt dschungelig aussehen, geil. Ach, dieses Restaurant reiße ich jetzt hier ab, das ist ja... Das ist ja eine Blamage ohne Ende hier. Das hat noch nicht ein einziges Mal. Da ist kein Schwein gewesen. Wirklich kein Schwein war da in dem Restaurant. Vielleicht wollen die Fastfood-Bude, ich weiß es nicht. Das andere läuft ja wenigstens ein bisschen. Außer die Spielhalle. Läuft auch Bombe, ey. Spielhalle ist für die Leute hier auch einfach nichts.